für YouTube versuche immer so ein bisschen so einleitende Worte zu finden, damit Mr. Cutter, grüße ihn raus an der Stelle, das irgendwie vors Video schneiden kann, sinnvoll. Was geht ab, YouTube? Nein, das machen wir nicht. Wir zocken heute in Digo Park. Soll irgendwie so der kleine Bruder von Poppy Playtime sein, aber mega gut. In Digo Park. For all who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values of the unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy and fantasy, where your dreams are. Indigo Park. Kapitel 1. Birds of a Feather. Ist übrigens kostenlos. Find a way into the park. Was wäre es da, to move? Achso. Ich will aber nicht in den Park rein. Oh. Was bist du denn? Oh, found collectible. Geht ja schon gut los. Wenn ich mich vor so einer öffnenden Tür erschrecke, Mann. Hallo. Theodor. And welcome to Indigo Park! Hallo, auch du. The world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait, you're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds. Congratulations! I'm Rambly, Yay. Rambly the Raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Ich finde ihn irgendwie cute, aber ich habe genau deswegen auch sehr viel Angst davor, dass das plötzlich nicht mehr ist. Hi, I'm Rambly. Hi. I'm the Raccoon. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you. I don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park, or did you just get plastic surgery? No worries, it's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Dann bin ich ja beruhigt. To the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Okay, der scheint mich also scannen zu können, wahrscheinlich mit der Kamera da oben. Scheint aber nicht zu wissen, dass der Rest dieser Bude ein komplettes Wrack ist. Tja, dann hilft ja nichts. Oh, das sieht aus wie noch ein Collectible, ne? Joink. Kommst du jetzt hier? Ah. The gate is open. Head on into the entryway. Ist er nicht? Hold on. My mistake. The gate is not open. There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini rambly venture. Have fun! Wow, geil! Hell yeah! Hier lang, hold shift while walking to sprint. Ich hasse es, wenn dieser Hinweis kommt. Das heißt nichts Gutes. Power generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? Oh nö. Muss ich dieses Kackrad suchen? Oh. Gefunden. Nice. Das war nicht allzu schwierig. Okay. Jawohl. Welcome to Indigo Park. Oh, hallo. Toggle Freshlight. Freshlight. Also, es fehlt eigentlich nur noch, dass das Spiel sagt, dass wir auch crouchen können oder uns irgendwo verstecken können und dann... Dann haben wir es geschafft. Genauso wie wir jetzt auch alle Plüschs haben. Ja, dann wohl doch. Silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserve areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. Geil! Gift shop. Head in there and I'll get you set up. Alrighty tidy. Boah, dafür, dass der Park schon so lange nicht mehr besucht wurde, ist das hier aber noch einigermaßen ungelootet, ne? Oh. Your very own critter cuff. A new way to interact with the park. Es hat was GLaDOS-artiges. Das hat sowas GLaDOS-artiges, dieser Arm. Na gut, dann
gönnen wir uns unser geiles Critter-Armband. Hey. Uh-oh, the door mysteriously locked. Why not test out your band and save the day? Gut, dann testen wir mal unser Armband. Bidim. Okay, das braucht aber lang. Hooray! Great work, buddy. Now try entering the park and we can start our Indigo adventure. Juhu, aber natürlich, da habe ich richtig Spaß dran. Let's go. Ah, das ging fix. Jetzt ist wahrscheinlich zu spät, um zu sagen, dass ich doch nicht will, ne? Vor allem, weswegen musste der Park schließen? Was zur Hölle ist hier passiert? Ein Ladebildschirm. Okay. Okay, jetzt ist auf jeden Fall zu spät, um zurückzugehen. Pardon our dust, buddy. Looks like the park is going through some renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Also wenn ich etwas nicht will in diesem runtergekommenen Dreckspark, dann ist ja wohl eine Achterbahn fahren. What the hell? Rambly's Railroad. Okay, das ist wahrscheinlich keine Achterbahn, das ist einfach so eine Zugstrecke, die uns ein bisschen umherbringt. Ach du heilige Scheiße. Bitte geht jetzt nicht einfach an, ihr Kackbildschirme. Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride, but it's one of my favorites. Do you know why Rambly the Raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. I like trains. Kann ich nicht vorne sitzen? Ey, come on, jetzt bin ich schon allein im Freizeitpark und ich kann mir nicht mal aussuchen, wo ich sitzen kann. Da haben wir gar nichts gewonnen. Na gut. Oha, mit Mucke. Welcome to Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Cool, danke dir für die Ansprache. Oh, look, it's Molly McCaw. Why you only crash into 6 bars this week? I'm not crashing, Rambly. I'm barnstorming. What's barnstorming? It's crashing with style. Was unschuldige Menschen umgebracht? Say, those young adventurers you got along with you look like great pilots. Why not try your hand at flying in my ride? Rooftop racing. Admission included with your credit card. Ist aber cool gemacht, der Ride. Bin ich honest. Ist schon nice. Oh, Finley, come on out and greet the people. Hi, Rambly. Why the long face and body? You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long, because I'm always longing for a new seashell for my collection. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you? Come into it instead. My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. It's as blue as me. I hope you'll visit. I'm so lonely. Oceanic Odyssey currently closed for repairs. Da da da, so blau wie ich. The ride back and running? Ist hier Blut? Could you please shut the fuck up? Ich versuche hier, mich nicht zu erschrecken. Diese Türen sind einfach viel zu magisch für mich. Zwei finden. Da ist das zweite. Okay, wunderbar. Wehe, du wirst irgendwie lebendig in irgendeiner Art und Weise. Okay, das war's, ne? Können die Türen bitte offen bleiben oder zu bleiben? Weil sie müssen sich für eine
Sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Ich hoffe, das war's. Okay, das war's. Adamoid. Do not shame me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon, actor extraordinaire. Great act, Lloyd. Of course it was. Okay, das finde ich aber cool, dass die so Rivalitäten irgendwie untereinander haben oder Abneigungen. Das macht sie irgendwie nahbarer, irgendwie. Finde ich irgendwie nice. Warum bin ich ausgestiegen? Kann ich auch zurückgehen? Nee. So, what do you think? Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. Na. Wow, okay, das hat jetzt richtige Poppy Playtime-Vibes. Vom dritten Kapitel. Holy moly. Ich würde nur sagen, wir gehen mal zu Lloyds Mainstage. Ich würde sagen, wir gehen nicht zu Lloyds Mainstage. Wo wollen wir denn mal hin? Buddy, come over here. Ist hier irgendwo was, wo ich reinkomme? Well, look at that. You're at Jetstream Junction. Oops, looks like Jetstream Junction's being tuned up. Last I checked, there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly Wrangler can help you get in. Orange Level Access granted. Dude, find the key to the Jetstream Junction at Lloyd's. Okay, jetzt müssen wir zum Theater nach da hinten. Oh, Lloyd's. Hier komme ich. Piep. Und rein mit uns. Ich habe das Gefühl, wir kommen ganz gut durch. Okay, der Schilder. Ist das auch irgendwas Animatronisches? Das sah ein bisschen zu lebendig aus. Für meine Verhältnisse. Hey, Buddy. I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your Kritikov is not yet able to resuscitate you. Aha. Du hast also deine Augen überall. Du hast nicht das Vieh hier liegen sehen? Ein Klavier. Das spiele ich gerade selber übrigens. Hit him with the ding 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 ding. Ich bin jetzt bereit für alles, was da kommen mag. Hi there. Ah, macht ja gar keinen Bock. Jetzt mit dem Vieh hier. Der hier zwischen den Regalen kauert. Er will nur gestreichelt werden, oder hart? Aha, der streichelt sich selber. Mit meinem Arm, den er mir abbeißt. Ich bin ein bisschen angespannt gerade. Oh, jetzt hör doch auf, was ist denn das? Buh, haha, nur ein Scherz. Hinter dir, haha, wieder witzig, oder Finger gut. Tricks Donations, Tricks Geld, Tricks Support. Kacke. Aber der hat, also da ging kurz ein Zucken runter. Er kann es doch nicht machen. Mit Pulse-Tracker, eigentlich soll ich mal wieder den Pulse-Tracker anschließen. Ich habe sogar einen hier rumliegen. Könnte ich vielleicht mal fürs nächste Horror-Game machen oder so. Warum ist der eigentlich lebendig? Weswegen? Was ist hier passiert, dass die Dinger lebendig sind? Warum? Aha. Schlüssel. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und lass mich raten, ich werde gejagt von dem oder so ein Shit, ha? Wo krabbelt der rum? Wo bist du? Ich will's gar nicht wissen. Das heißt, wir rennen einfach zurück. Scheiß auf alles. Wir rennen einfach. Na, alles easy. Der kommt gar nicht. Okay, war doch gar nicht so schlimm. So hässlich bin ich jetzt auch nicht. Und direkt der nächste. Na komm her, komm, zeig dich, ha? Wo ist das Vögelchen? Ich spiele gleich ein Lied auf meinem Klavier vor. Was hältst du denn davon, ha? So, das war der Scheunencrasher, ne? Der hauptberufliche Bruchpilot war das, ne? Ich weiß nicht, warum
warum Mr. Feiny, warum der abgehauen ist auf einmal. Der hat uns ja gegriffen, der hat ja auch Blut an sich. Warum der plötzlich weggerannt ist. Nur gut, aber wir können jetzt... Wer hat an der Uhr gedreht? Hier durch! Let's go! Ich weiß gar nicht, warum ich mich freue. Ich will da gar nicht rein. Geht's weiter. Molly's rooftop races. It's not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. Ich weiß nicht. Ich glaube, Molly oder irgend sowas ähnliches ist mir vorhin schon begegnet. Ja, das war das Vögelchen hier. Ich glaube, das möchte ich nicht. Da möchte ich eigentlich jetzt nicht in ihre Attraktion. Ich glaube, da fühle ich jetzt nicht so. Der Landing Pad komme ich gerade nicht hin. Ich würde mal tippen, dass wir... hier vorne kann ich noch rein. Dass wir dann da vorne in Rooftop Races hin müssen. Oh ja, lass mich... Ja, ich kann die Arcade-Maschine benutzen. Oh no, Molly's plane crashed somewhere in the Rambleberry Woods. I better find her and make sure she's okay. Oh Gott. Plattform Darum ist am Start. Wie viel Unschuldige hast du diesmal getötet, Molly? Ich komme, um deine Schandtaten zu verstecken. Wir machen eine riesige Cover-Up-Story daraus. Die Reputation dieses Parks ist viel wichtiger als diese unschuldigen Kinderleben, die gerade in der Scheune gespielt haben. Da bist du ja. Molly, was passiert? Hey, Rambly. Ich bin nur ein bisschen durch die Wälder geflogen und plötzlich konnte ich nichts mehr sehen. Oha. Looks like my smokescreen made a crash right on target. Salem! I should have known you were behind this, you shady shunk. How's about I try my new potion on her instead? I'm tired of wasting it on squirrels. Molly, look out! Oha. Einfach böse gemacht, oder was? Now with none of that friendship garbage stopping her from tearing you to pieces. I wonder what she really thinks of you now. Have fun finding out. Bosskampf oder was? Wow. Wie mache ich die weg? Wie mache ich die? Muss ich auf der drauflanden? Ach, ich muss auf der drauflanden einfach nur. Okay. Bam. Nummer 1. Nummer 2. Oha, jetzt muss ich ausweichen oder was? Achso, es war einfach Collectible. Nice. Cool. Ich hab Collectible. Oh, ich dachte gerade kurz, da steht sie wieder. Was einfach nur der Pappaufsteller. Ich frage mich, ob das irgendwie ein bisschen echte Lore ist, die uns da gerade vermittelt wurde. Dass irgendjemand vielleicht echt irgendeine Flüssigkeit gemacht hat, die Animatronics böse werden ließ oder so ein Bums. Aber es wird noch ein bisschen zu wenig erklären, glaube ich. Oh no. This is horrible. Looks like Molly crashed into the ride again. Monkey. Don't worry though, your pal Rambly has the repairman on speed dial. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here, and it's a great cooldown after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Okay, machen wir einfach hier hin, wa? Ja. Auf geht's. Das sieht einigermaßen sympathisch aus. Oh. Das wird immer unsympathischer. Let's play. I don't know. Also das sind alles Dreiecke. Ich denke mal, das muss dann auch zum Dreieck werden, oder? Oder kann ich das hier auch... Nein, es ist ein Rätsel. Nein! Der Horror hat begonnen. So, was denn das jetzt hier für ein Squid Game Rätsel? Gibt es hier irgendwelche Anhaltspunkte dafür, was, wo, wie sein muss, oder... Oh, ich hab's geschafft. Boah, ist
Immerhin hat hier noch jemand Spaß, hä? Okay, der ist da vorne nur lang gegangen. Ich gehe mal hinterher, vielleicht gibt es ja ein Collectible. Das ist wichtiger als mein eigenes Leben. Ui. Oh, okay. Grün. Grünes Dreieck. Das merkt ihr euch bitte alle. Grünes Dreieck. Ach man, ey. So. Wie komme ich dann irgendwo weiter? Ah doch. Blauer Stern. Rotes Viereck, grünes Fünfeck. Ihr könnt mich mal alle gern haben. Ich habe bestimmt wieder vergessen, was wo ist. Blauer Stern. Der spielt aber einfach nur, ne, mit uns. Der macht sonst ja nichts. Hui. So, grünes Dreieck. Das ist richtig. Stern war blau. Okay. Und die anderen weiß ich, to be honest, nicht. Keine Ahnung, rot ist dann bestimmt Viereck oder sowas. Komm, ich brute-force mich da einmal durch. So? Nee? Vielleicht hier doch. Kreis hatten wir noch gar nicht, ne? Bist du Kreis? I did it. Nice. Nice. Alles dafür getan, nicht nochmal durch diese Scheißröhren zu krabbeln. Oh, let's go. In der Hoffnung, dass uns nichts folgt. Was macht das hier? Gar nichts. Okay, das ist zu. Geht das jetzt auf und da kommt das Vieh raus? Yep. Komm, geh jetzt auf. Ja, ja, ich danke dir. Okay, der war plötzlich vor mir. Mach auf, mach auf, mach auf, den Lachs. Okay, links, 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 links. Die ist definitiv hinter mir. Mhm. Juhu. Springt die auch da drüber? Nee, ne? Ich will sie rausfinden, um ehrlich zu sein. Juhu. Ja, da kommt sie wieder aus der Röhre geschissen. Oh, macht die einen Ekelsound. Oha. Oh. Entwickle erstmal Daumen, du Drecksding. Juhu. Einfach immer geradeaus. Jagt die mich noch? Ja, ja, die Antwort ist ja. Ja, 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 ja. Oh, die kommt da auch hochgeflogen, Mann. Als ob die Trampoline benutzen kann. Na los! Oh, Mann, ey. Collectible. Okay, sie ist nicht mehr hinter mir, oder? Ah, doch. Oh, ja, Ausgang. Nee, kein Ausgang. Kein Ausgang. Ich habe nur Licht gesehen. Ich dachte, es wär vorbei. Hoppapa. Oh, der Trapp's hinter mir. Hallo! Kann gerade nicht. Mach auf, bitte! Ah, oh, bitte! Mach die Tür auf, du Schmuck! Welcome to the Rambly's Wranglers Registered Grill. Here we have plenty of amenities and... okay, okay. I can see in your facial tracking that you're scary, upset. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so I need to be honest about something. The park has been inactive for years. Ja, ehrlich. Employees stop showing up. Guests too. The mascots are... I just was so excited to see a visitor, and I wanted to be sure you were given the best experience possible. But I was Adrenalin hat auf jeden Fall gepumpt. So I didn't realize just how much disrepair the park has fallen into. Wasting all of your fun time. Sorry for the inconvenience.
But, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Would you be willing to help me restore the park? I can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Ooh, I'm so excited. Let's get this place back in business. Hey, lass mal nicht. Okay, welcome to the crew, Rookie Wrangler. Registered. Your first official job as one of Rambly's Wranglers, registered, is to get out of the Rambly's Wranglers, registered, room. Head left towards the Rookie Wrangler, registered, security room to set yourself free. Phew, kind of exhausting to say that whole spiel. But Rambly's Wranglers, registered, is a registered trademark. That expired yesterday. Oha, das heißt, du musst es nicht mehr sagen. Meine Fresse, stellt mal vor, ihr müsstet hier wirklich arbeiten. Und das Vieh ist einfach in jedem scheiß Bildschirm. Ihr seid im Pausenraum, euer Bütterchen am Fressen, dann kommt der an. Pause vorbei. Ich habe Angst, was ich auf diesen Kameras sehe. Das ist der Shop. Da passiert gerade ja nichts. Im Park ist auch nichts. Hier vorne ist nichts. Eigentlich alles sehr, sehr ruhig. Zu ruhig. Okay, Molly haben wir aber immerhin besiegt. Heißt, es fehlt noch Mr. Löwe, der ja nur weggeschreckt ist, wieso auch immer. Und es fehlt auch noch dieses Unterwassergeviech. Diese Unterwassernudel. Auf die habe ich auch keinen Bock. Wir müssen jetzt tatsächlich zu der Unterwassernudel. No. Wow! You're doing a great job, Rookie Wrangler! Dankeschön. Ich hab's hier ganz alleine hingeschafft. Bitte kein Unterwasserlevel. You'll find a whole variety of porpoises, pickerels, and perches as far as the eye can see. But please don't tap the glass. You really know what lies beneath the surface. Hey, buddy! You okay? You look kinda tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly Review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with bro, the ride? Sieh mal den Text dodgen hier. Were you satisfied with your guide? I sure hope so. Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience convince you to tell a friend about us? Did I earn your trust? At hell Indigo yeah. Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. Of the dark. Okay, ich glaube, ich könnte jetzt bleiben. Spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries, even I don't know what we might find. Da, 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 da. Through the dark. Bleib ja da, Text, bleib ja da, ich warne dich. You want to keep going. Oh, hell yeah. I know all of this isn't fair to you. It's an awful lot to ask. But here comes Rambly Review Part 2 to sell you on our task. I'm here to view and assess each valuable guest as I learn. And lots of happy feedback ensures you're gonna return. I'm so happy you rode a ride and saw the show. I'm so happy to be your guide. Hey, was? Come back anytime. Wie gut. I'd love to see you again. In all my thousands of days, I've never had a friend like you. No. I hope I do. At Indigo Park. Catchy shit. Stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries, even I don't know what we might find. Das war, denke ich mal, Chapter 1, huh?
Lärm. Tell all my old friends are united again and I won't feel so left behind. Das mit den allen Freunden zusammenbringen, das schafft nicht. Also, der eine hat keinen. Ich meine, Molly kriegst du nicht mehr wieder. Die liegt da. Wie cool. Ist komplett kostenlos, die erste Episode. Wenn ihr es mal selber zocken wollt, macht es gerne. Ich bin sehr gespannt, was Chapter 2 zu bieten hat. Ist auf jeden Fall, fand ich gut.